Hallo Leute, willkommen zurück hier auf der Spieleflut. Ich bin der Zwiebelpeter und es geht weiter mit Alien Breed 1 Impact. Wir sollen ja hier den Ersatzstromgenerator hochzwirbeln und das machen wir natürlich auch. Aber bevor wir uns hier irgendwie den ganzen Stress geben, gucken wir erstmal, ob wir hier was für uns tun können und für unser Vorankommen, so geldmäßig oder munitionstechnisch. Ja, kann ja ruhig ein bisschen warten. Ja, das ist schön. Für die Schleuderkanone braucht man nämlich auf jeden Fall Muni. Und hier liegen ja so ein Haufen Leichen rum, da kann man ruhig mal im Vorfeld ein bisschen suchen. Ach, guck mal an, hier liegt Geld. Wie viel war das? 200 Geld. Naja, nu. Dann haben wir noch einen Leichnam und noch einen Leichnam. Okay, die sind alle hier mit leeren Taschen gestorben. Schlimm sowas. So, Kumpel, hoffe du hast was dabei. Auch nicht dabei. Liegt noch einer. Eine Frag Grenade. Naja, gut. Gucken, ob du das hast. Du siehst ja auch ein bisschen verdreht aus. 500 Geld. Das ist schön. Du bist ein Kumpel. Und du nicht. Du hast den Tod verdient, weil du auch nichts in den Taschen hast. Okidoki. Dann hauen wir mal hier in die Konsole rein. Mal gucken, was uns... Was? Wo liegst du? Außerhalb. Okay. Oder hier ums Eck. Oh ja. Hier ums Eck. Das ist schön. Bitte? Sie haben gequietscht. Geld. Gib mir all dein Geld. Was? Ja, du Arschlecken ist hier angesagt. Hab ich doch gewusst, dass da einer rumrennt. Oh, schön. Hier ist noch... guck mal, was hier Schönes ist. Eine Rüstung, die nehmen wir doch gleich mal. Kling. Jai. Und die Medipacks, die kleinen wieder ausrüsten. Okidok, jetzt haben wir hier erstmal... Da liegt noch einer. Meine Güte, hier war ja ein Schlachtfest zugange. So. Körper durchsucht. Jetzt hauen wir uns hier mal an die Konsole ran. Die ist anscheinend einfacher zu bedienen. Warum denn jetzt schon wieder der Scheiß? Ach, Junge. Man sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Finde ich, ganz ehrlich. Okay, ich nehme jetzt mal wieder die. Was jetzt? Ach da, Stromnetz A. Ah. Es gibt bestimmt noch B. Sag ich doch. Vielleicht gibt es dann auch noch C. A, B oder C. Das erotische Quiz. Ne, hier leuchtet es grün. Da wird es ja dann wohl hier drin sein. So, nun mach hinne. Ja, bitte, danke. Sicherungsneustart. Der FI rausgeflogen oder was? Okay, jetzt gibt es hier nochmal einen Tritt auf den Hauptstrom. Ist es die Konsole? Ja, es sieht so aus. Und gucken, was wir jetzt hier wieder für eine Alien-Invasion abwehren müssen. Okay, gar keine. Zweiter Versuch. Strom wiederhergestellt. Alle Systeme aktiviert. Verriegelung in Hydrokultur und. Ja. Ach so. Kann ich mich ja nicht auch hier hinstellen, wa? Na Mensch, der Bursche macht das schon. Kann die Munition sparen. Aua, geh weg. Schöne Zwillingskanone. Muss man ja mal sagen. Ja. What's going on? Na, sag mal. Na, aus. So. Was für eine spannende Musik. Wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Ha? Jo. Mhm. Sicherheitsverriegelung aufgehoben. Wo geht's lang? Folgende Wegpunkte zur Berieselungssteuerung. Riesel, Riesel.
Ja, Berieselung. Was? Berieselung ist quasi Fernsehprogramm nachmittags auf RTL. Das ist Berieselung. Hier liegt noch ein Leich... Ah, hier liegen noch Leichname. Ah! Und gezücht. Aus. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So, deiner Mutter bin ich beschäftigt. Da liegt nur einer. Hier ist der Kumpel. Okidok. Wo geht's lang? Gehen wir... what? Hier ist Tür. Ach, da kann man einkaufen. Da möchte ich hin. Da möchte ich bitte hin. Und auch wieder speichern. Ja. Jiha, Medipack. Ja, du kommst jetzt hier etwa rein? Tatsächlich, du kommst hier wirklich in den Shop rein. Ich glaub's ja. Freches Scheißviech. So. Noch einen Meter ran. Ja, Tachchen. Waffen, was haben wir denn? 6900 Schuss, die können wir aber hier wirklich auch sehr gut gebrauchen. Sehr schön. Haben wir noch 5,5 übrig, können wir uns da noch was kaufen? Warte mal, wir haben noch hier ein Upgrade für die Waffen. Was war denn das? Sturmgewehr? Ja, Schnellfeuer. Schleuderkanone haben wir. Ladebeschleunigung. Ich glaube, es ist besser, wenn du bei allem immer ein Schadensturbo reinhaust, weil der Rest, ich meine, mit dem Nachladen ist doch eigentlich relativ Wumpe, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir denn da? Verstärkt die Menge an Gesundheit, die der Charakter erhält und verkürzt die Dauer. Okay, Nahkampftechnik. Ach nee, Nahkampftechnik ist doof. Okay, dann hätten wir einen besseren, einen höheren... Achso, nee, speichern wollte ich noch. Sorry, einen höheren Pushback wahrscheinlich. Wenn wir den eine zwirbeln, aber mehr haben wir davon auch nicht gewonnen. Okay, dann schauen wir mal weiter. Ja, das war mir ja so klar. Ach, du wieder. Naja, du hast uns ein bisschen Munition weggefressen, aber was soll's. Ganz schön frisch gekaufte. Na! Ah! Sausack. Warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ach du, die ganz andere Richtung. Okidoki, dann gehen wir mal hier lang. Die ist jetzt schon wieder zu, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ha. Ja, ja, du mit deiner blöden Kugel kannst mich mal. Ja, daneben. Ha, musst du früher aufstehen. Aber wirklich. Um einiges früher, mein Freund. Ist doch schon wieder Arschlochalarm irgendwo. Ja, hier. Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Und dann... Oh, haben wir hier einen menschlichen Leichnam? Sehr schön. Also im Sinne von, dass wir hier was finden, meine ich. Nicht, dass es heißt, ich finde menschliche Leichname toll. Nein, Kinders, nein. So ist das nicht. War hier nicht so ein hässliches Ding? Oder habe ich irgendwas übersehen? So, lass uns mal berieseln. Ja, das ist ja toll. So, hier hört... Achtung, gefährlicher Druckanstieg im hydroponischen Gewächshäusern. Gefährliche Substanzen aus der Umgebung werden abgelassen. Manuelle Schließventile müssen aktiviert werden. Na dann. Finde das beschädigte Berieselungsventil für Gewächshaus 01. Ja. Selbstverständlich. Das werde ich. Au, au, au.
Noch jemand? Ja, du. Du Hund. Du Käferhund. So. Was haben wir da? Schon wieder ein Shop? Ach, wie schön. Können wir noch mehr Geld ausgeben. Ach, shoppen. Ach, der Ionenstachel. Das ist der zweitbescheuertste Name, den man sich hier vorstellen kann. Das ist unser Pew Pew und die 6 ist dann unser Ionenstachel. Der ist geil. Der räumt nämlich komplett durch Gegner durch. Durch mehrere Gegner hintereinander. Also der ist echt ganz nice. Wieso können wir uns da keine... Was ist denn? Wieso können wir uns da keine Munition für kaufen? Fast ja nur 10 Schuss. Wir gucken mal bei Upgrades. Waffen. Ionenstachel. Ja, okay, 10.000 wieder. Genau. Hier. Massegetriebenes Ionenverschlüsselndes Penetration. Okay, Penetrationsgerät 90ZX aka Ionenstachel. Munitionstyp. Magnetisch leitende, RAM-verschlüsselnde, ionisierende Plasmaprojektile. Ein Schuss pro Sekunde. Macht 10, weißt Bescheid. Zu 15 Megajoule pro Projektil. Optimale Reichweite. Ideal bei mittleren und großen Reichweiten 3 bis 4.000 Meter. Also eigentlich immer. Ja, ist nur relativ langsam. Ich vergesse mal zu speichern. Na. Welcome to Intex Systems. Ich vergesse immer zu speichern, dieser Gerät. Soll ich den mal abfeuern? Ja, muss ich euch mal zeigen, der ist geil. Ist mal so richtig geil. Der macht aber halt bei so kleinen Gegnern macht der relativ wenig Sinn. Man lohnt sich halt dann nur wirklich bei größeren Ansammlungen. Aber dann kannst du da richtig schön durch sensen. Wo gehen wir lang? Hier gehen wir lang. Machen wir mal einmal. Machen wir mal hier Ionenstachel. Pass mal auf den hier. Psiu. Jetzt müssten hier nur noch ein paar. Die mag ich nicht, deswegen mache ich die mal so platt. Hier unten steht es doch. Pack die Waffe aus. Vielleicht, weil ich im Hintergrund noch einen Upload mache und meine Internetleitung ja wirklich leider extrem beschissen ist. Kann es halt sein, dass er hier mit diesem. Ach, das ist so ein. Von da kommen diese. Ich sage jetzt, ich nenne sie mal Facehugger, auch wenn es keine sind. Vielleicht ist er deswegen damit einfach schon mal tierisch überfordert. Oder wirst du ja besoffen bei, so wie das Bild hier schaukelt. Es geht mir gerade ein bisschen richtig auf die Augen. Krasse Scheiße. Also das, Leute, ist kein angenehmer Effekt. Wirklich nicht. Boah. Also mir... Ich bin sonst echt nicht empfindlich bei irgendwas, aber das ist jetzt was, wo ich sage, das nervt mich gerade. So. Dann gehen wir mal weiter geradeaus. Kümmern uns mal hier um die Leichen und um die komischen Brutsäcke da, was das sein soll. Au, was denn? Hallo? Fick dich, was war das denn? Nein! Was war das denn jetzt? Stand ich da in diesem komischen Nebel drin oder was? Okay. Jetzt geht das hier wieder von vorne los. Haben wir den Ionenstachel jetzt schon? Nee, ne? Doch, den haben wir schon. Okay, sehr schön. Den wenigstens das behält er sich. Das finde ich ja schon mal sehr schön. Gut, gut. War ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, ob er das sich merken würde oder nicht. Was sind alle, Alter, wo, da. Okay, macht es hier, vergiftet mich das? Nee, vergiftet mich nicht. Dann weiß ich echt nicht, was das war vorhin.
Gut, die mache ich platt, weil ich will nicht, dass hier diese ganzen Arschgeigen rauskommen. Was für ein Level? Gaslevel? Vielleicht muss man sich hier beeilen. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, anscheinend. Vielleicht muss man hier wirklich erstmal ein bisschen Ballett machen. Ja, da ist es ja schon, das Ventil, wo wir hin müssen. Ja, 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 nun mach einen Kopf zu und lass mich hier mal bitte ran. Puh, okay, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Zeit. Gut, jetzt müssen wir das für Ventil 2 suchen, aber ich will jetzt hier erstmal mich mal nochmal umschauen. Da hinten habe ich da schon einen erspäht. Du meinst auch, du kannst mich hier rollen, oder was? Sausack. Okay, hier, da liegt nämlich noch Arlet voller Loot. Wenn man das mal so sagen möchte. Wo ist denn jetzt hier schon wieder einer ausgebrochen? Da oben. Okay, auf den da unten, der jetzt hier liegt, da pfeife ich drauf. Also der jetzt hier hinter dieser Barrikade liegt, da will ich nie nochmal zurückrennen. Das ist mir egal. Und mich würde jetzt mal interessieren, warum der jetzt hier anfängt zu ruckeln. War das bei euch auch eben? Weil das wäre dann wirklich sehr seltsam. Wo man jetzt hier auf einmal anfangen sollte zu ruckeln. So, da ist noch so ein Pott da hinten, genau. War da noch ein übersehen? Hm. Ach, da, ja. Gott, wie kann man den denn übersehen? Hoppala. Grunzi, Grunzi. Der hat ja fast gebissen, quasi. Der Pott selber. Noch eine Leiche. So, mit 200 Geld drin. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Dann gehen wir mal da hoch, würde ich mal sagen. Zack. Gut, hier sieht es ja auch nicht viel besser aus. Machen wir erstmal wieder hier Schema F. Erstmal durch. Rushen. Okay, 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 okay. Erstmal hier durch, alle clearen. Mehr oder weniger. Ey, hallo, was soll denn diese Ruckelei jetzt hier? Geht's noch oder was? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe mal. Naja, also. Das würde mich wundern, selbst wenn es nur lokal ist, weil. Warum? Ist ja nur wirklich kein Monsterspiel. Ja. Ich mache ja schon. So, ich habe jetzt hier echt keinen Bock zu sterben, Mann. Da. Juha! Geschafft. Airmix, nominal. Huha. Was? Kehre zurück zur Luftschleuse. Wieso haben wir jetzt... Haben wir genug... Tatsächlich, wir haben genügend Munition für unseren Flammenwerfer. Das ist ja krass.
So, zurück zur Luftschleuse. Schaffen wir das noch? Nee, das schaffen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Weil diese Folge ist nämlich schon wieder rum. Ich finde das echt krass, wie die Zeit vergeht, wenn man hier so gemütlich am Daddeln ist. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir sind bisher nur erst zweimal gestorben. Dreimal? Also wenig, eigentlich. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Bis dann. Tschüss. Ach, hey. Das müssen wir jetzt noch mitmachen. Ja, geh weg. So, jetzt aber. Tschüss.